So, mal gucken. Oh, hart reicht, wa? Oh, Lost contains intense violence, gore, graphic sexual content and strong language. Please enjoy. Hier haben wir jetzt Abschau, ein investigative reporter, whose ambition is about to earn him an intimate tour of hell on earth. Always willing tourists digging into the stories no other journalists would dare investigate. You will seek out the dark secret at the heart of the Mount Massive Asylum. Stay alive as long as you can and record everything. You are not a fighter to navigate the horrors of Mount Massive and expose the truth. Your only choices are to run, hide or die. Okay. Ein Horrorspiel, in dem wir nur wegrennen können. Interessant. Mal gucken, ob die Settings jetzt so passen. Ich habe schon einiges angepasst gerade. Ich habe es auch noch nicht gestartet. Ich war noch nicht in-game. Das ist ein schneller Ladescreen. Meine geheime Superkraft, ich kann nach links fahren, obwohl ich weiter nach rechts steuere. Bewegt sich die Steuerung, wenn ich BRSD benutze? Nee, gar nichts. Ich habe noch keine Steuermöglichkeit. Sieht sehr verlassen aus, aber die Kameras, die Überwachungskameras, die drehen sich noch immer. Bla. Okay. Also sie könnten mich beobachten und so, ich habe Notes und Documents und was? Die Maus ist sehr schnell. Ja, die Sensitivity müssen wir doch noch ein bisschen wieder runterpacken. Ah, ist immer noch sehr schnell. Ich packe sie weiter runter. So. So ist gut. So, Tab. Ja, nicht festhalten, nur kurz drücken. Ansonsten springt der rum wie blöd. So, ich habe schon mal. Achso, das hat er bisschen blau. Okay. Mit rechter Maustaste kann ich die Kamera hochholen. Hä? Ich kann doch reinlaufen. Ich habe sogar Zoom, aber kein Passwort. Lehnen kann ich mich auch. Ich wollte gerade benutzen drücken. Okay. Taschenlampe habe ich so keinen. Ich habe nur die Kamera. Wie er ist die Steuert? Steuern springen, ducken, ein bisschen schneller laufen. Moment. Maus festhalten zum langsam öffnen. Okay. Ich habe mir schon mal wieder was notiert. Scheinbar.
Massive Asylum. Zu Shopper schnell doch eine ganze Seite vollgeschrieben. Interessant. Also, mein Telefon funktioniert auch nicht. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Jammer eingesetzt worden, so abrupt ist das Signal abgerissen. Oh. Das habe ich mir natürlich nicht notiert, dass ich da irgendeine Gestalt gesehen habe in einem verlassen wirkenden, in einer verlassen wirkenden Psychiatrie. Warum sollte man sich sowas auch notieren? Die Tür scheint zu. Klingeln kann man auch nicht. Ich habe kein Spiegelbild. Vermutlich bin ich ein Vampir. Man sieht dahinter sich den Parkplatz spiegeln, aber ich bin nicht drin im Spiegel. Also wir sind ein Vampirreporter und besuchen eine alte Anstalt. Naja. Irgendwie ruckelt die Maussicht etwas. Oh, was habt ihr denn? Ich hab doch Visink an, das ist doch... Jetzt habe ich das nicht gelesen, weil ich... Eine ruckelnde Sicht, wer macht denn sowas? Das ist doch... Uah. Ist ja widerlich. Da kommt man auch nicht rein, okay. Oh, man kann hier sogar... cool. Dann gehen wir über die Leiter rein. Warum auch immer ein verlassenes... Ich weiß nicht, ob es verlassen ist. Ich habe das gerade reininterpretiert. Warum sollte man sich hier sonst so lang schleichen? Aber warum ist da noch ein Gerüst dran? Das wird doch auch der Gerüstbauer irgendwann abgebaut haben. Oder er ist verschollen. Wer weiß. Irgendwo rasselt ein Tier. Das ist ein sogenanntes Rasseltier. Oh. Aber ja, guck mal. Körper habe ich, aber kein Spiegelbild. Ich muss ein Vampir sein. Ich habe erst gedacht, die hätten sich vielleicht die Mühe gemacht, dass man kein Player-Model hat, aber man hat ja offensichtlich einen. Ja, klasse, jetzt gehen auch die Lampen kaputt, wenn ich den Raum betrete. Ja, den Tipp haben wir befolgt, bevor er kam. Wir sind so gut. Man hier Bilder von verlassenen Sachen an den Wänden? Warum macht man sowas denn? Ich glaube, ich hinterfrage wieder viel zu viel. Die Tür auf. Das klang eher wie so ein Rauschen als wie was Erschreckendes. Der Porter. Von Murin kenne ich. Und mir fällt auch keine Anspielung ein, was das für ein Sender sein könnte. Dass das irgendwie ein Schriftzug mit einem leicht veränderten Namen von irgendeinem bekannten Hersteller oder sowas. Aber Murin sagt mir jetzt gar nichts. Da stand gerade wieder irgendwas im. Ah, jetzt steht da was. Pickup Document. Alles klar, machen wir. Tschatsch. Eingesammelt. Da wollte jemand nicht erreichbar sein. Andere ziehen das Kabel hinten raus. Oh gut. Was leuchtet hier denn noch für eine Schrift auf? Ach so, die Tür. Na gut. Was steht denn in den Documents? Das war J. Project Wall Rider. Patient Status Report of William Hope. 19 Jahre, männlich. Schon seit dreieinhalb Jahren im Asylum, nennt sich Billy, Hormongedöns, highly worrisome, okay, interview notes, status of his mother's lawsuit, oh, hier liegt ja Blut. Den Schatten habe ich auch.
hatten Vampire Schatten. Ach, da muss aber gerade wer dringend auf den Boiler, hä? Na gut. To reach the air vent. Oh. Irgendeiner aus eurer Labore ist leck. Oh, sind das meine Fußstapfen? Ah, oh, cool, man kann hier blutige Fußstapfen hinterlassen. Das ist lustig. Ich hätte gerne ein Gedärm zu meiner Pepsi. Ja, warum nicht? Aber sowas notiert er sich ja auch nicht. Ich dachte, man würde sich allen Scheiß notieren, wenn man jetzt hier irgendwie rumrennt. Aber offensichtlich nicht. Also wir halten fest, Türen sind größtenteils verschlossen. Die Leute, die hier sind, die haben wahrscheinlich irgendwie Reizdarm oder sowas. Die können uns nicht eben Hallo sagen. Oh, hallo Peter. Jetzt wollte er mir Hallo sagen und ich bin schon weggegangen. Wie unfreundlich von mir. Ja, eben warten können, bis er mit seinem Geschäft fertig ist, oder? Guck mal. Das hat mich gerade etwas erschreckt. Au. Der wird nicht mehr der Kopf einer großen Firma. Wieso hängen denn hier Leichen rum? In der Bibliothek. Das macht doch nicht viel Sinn. Ich würde hier woanders hinhängen. Ist doch nicht sonderlich gut sortiert hier alles. Oh, und du lebst noch. Sir, kann ich Ihnen helfen? Sie haben uns getötet. Sie haben uns. Die Variants. Du kannst sie nicht bekämpfen. Du musst die Main-Doors öffnen. Die Security und Kontrolle. You have to get the fuck out of this terrible place. Okay, ich bin gerade... Oh, das Display bleibt an, während ich Batterien wechsle. Auch nicht schlecht. Bin gerade etwas irritiert, wie er noch reden konnte, obwohl er einen Flock durch den ganzen Körper hat. Ah, hier liegen ein paar Köpfe rum. Die tropfen noch. Die sind frisch. Frische Köpfe. Was passiert eigentlich, wenn die Viecher mich sehen? Jagen und töten die mich dann? Laut Intro kann ich ja nur wegrennen und oder mich verstecken. Little Fig. And who are you? Ich bin ein Vampirjournalist. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Jetzt soll ich plötzlich entkommen. Und er hat mir meine Kamera sogar wiedergegeben. Ja. Ich
Batterien gefunden. Wofür auch diese Person auf dem Klo Batterien brauchte. Wir werden es nie erfahren. Wenn das nicht so ruckeln würde, wenn man um die Ecke oder so geht, das ist... Das sind so Details, die mir dann wieder ziemlich viel Spaß wegnehmen. Das ist schade. Oh. Wir hätten hier den, die alte Mrs. Sowieso runtergeschubst. Ich hab jetzt gedacht, wenn man in den Keller gehen kann, dann muss man bestimmt über Strom anmachen, aber... Scheinbar kann man da auch nicht rein. Also okay, verlassen scheint das Ganze zumindest schon mal nicht zu sein. Hi. Oh, er war ein Zeuge. Ein Zeuge Jehovas. Oh. Aber nicht seinen Kopf. Er hat seinen noch. Was steht denn schon da? Nur eine Tür aufmachen, Tür zu machen. Wenn die Tipps, die man schon mal gelesen hat, wenigstens sie länger da bleiben würden, also wenn man sie das erste Mal sieht und danach nicht mehr immer wieder auftauchen würden, das wäre für die Bedienung ganz hilfreich. Ich meine, ich habe mittlerweile schon ein paar Türen aufgemacht. Mittlerweile weiß ich, dass das mit Linksklick geht, weißt du? Guck mal, wieder was zu einstecken. Oh. Ich tanze auf den Tischen rum. Warum auch nicht? Ich wollte gerade sagen, sein Kopf ist falsch rum, aber der sitzt ja gar nicht. Der liegt mit dem Bauch gegen die Wand. Naja. Gegen die Wand. Ja. So, wollen wir mal gucken. Wir haben wieder neue Dokumente gekriegt und Notizen und so. I'm inside. Bodies everywhere. Blood, burn marks, heads lined up in bottles behind a bar. Die habe ich jetzt nicht gesehen, aber... Heads lined up hatten wir mehrere, ja. Ja, wo hier der Profit herkommen soll, ist mir auch noch etwas schleierhaft, aber vielleicht verkaufen die Organe. Das könnte man natürlich machen. Sowas soll ja gut Schotter geben. Group 8416 at markovcorporation.lu. Was ist eine LU? Ist das Luxemburg? Keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Legal Mitigation Department. Ja. Ist aber auch toll gemacht, so eine Story ist. Also typisch ausgedruckte E-Mails, der letzte unwichtige Teil noch auf einer zweiten Seite. Ob das Absicht war? Machen wir mal hier die Tür auf. Ach, alles zu hier. Gibt's hier keinen Master Key? Ist auch zu. Wobei das nicht, das sieht weniger wie Exit aus, sondern mehr so wie irgendwie ein anderer Eingang, aber gut. Noch ein Exit, überall Exits. Hey, konnte man hier weiterlaufen? Oh ja. Lalalala. Oh, noch mehr Leichen. Wer hätte damit rechnen können? Oh, Batterien, sehr praktisch. Mein Telefon. Eine Lampe, die mir den Weg aufs Regal blockt. Warum auch ich, warum ich Raum aufs Regal wollte, aber naja.
Warum ist denn die Tür jetzt wieder zugegangen? Der Wind. Irgendwer mochte einen bestimmten Typen hier nicht, okay. Scheinen alles irgendwelche Direktoren von irgendwelchen Jahreszahlen hier in dem Asylum zu sein. Also gibt es das Asylum auch schon länger. Recreation, Chapel, Security Room. Naja, da sollen wir eigentlich hin. Da sollen wir die Tür aufmachen. Aber irgendwie hat das ja nicht geklappt. Mal gucken, ob man hier lang kann. Nö, natürlich nicht. Hier kommen wir noch rein. Auch alle tot. Vielleicht sollen die nebenliegenden Hörer immer bedeuten, dass da gerade jemand versucht hat, eigentlich um Hilfe zu rufen, aber der wurde übermannt, bevor er in den Notruf absondern konnte. Also wir sind hier, weil wir irgendwie was recherchieren wollen, weil das hier komische Gerüchte rüber gibt über diese Anstalt. Und kaum versuchen wir hier anzukommen, sterben alle. Werden plötzlich alle übermannt. Ich weiß, dass ich die Tür damit schließen kann. Das musst du mir nicht jedes Mal sagen. Oh. Die ganze Hardware ist beschriftet. Naja. Confidential. Überliegen irgendwelche geheimen Dokumente herum. Kennt man ja, ne? Ja, ich weiß, dass ich damit pieken kann, aber ich will gar nicht pieken. Bislang kam noch nichts Gefährliches. Hey Peter, kann ich dir was geben? Guck in die Kamera. Sag deinen Fans schönen guten Tag. Oh, der sieht nichts. Mal sehen. Der wird ja einfach so auf dem Flur sich selbst überlassen. Naja. Na, guck mal. Schönen guten Tag, die Herren. Interessantes Programm. Wieso redet ihr nicht mit mir? Ihr nehmt mich nicht mal wahr. Gehen wir mal weiter. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, bei den Überlebenden, ja gut, wenn da Leute leben, das sind dann sicherlich auch mit Täter, weil alles andere wurde ja scheinbar getötet. Oh, guck mal, die Keycard. Stimmt, die braucht man hinten. Aber die gerade haben mich jetzt nicht angegriffen und mich eher ignoriert. Hallo. Macht mal was Tolles. Was ist denn der für Arme? Du siehst noch einigermaßen normal aus, hast sämtliche Gliedmaßen. Na gut, du hast Handfesseln. Irgendwie musste man dich wohl mal verwahren, aber du kommst mir jetzt gerade nicht sonderlich gefährlich rüber. Naja. Tschüss, viel Spaß noch beim Fernsehen gucken. Jetzt, was will der denn jetzt von mir? Trocken wieder. Hä? Einfach draufhalten. Wir sind hier bei RTL. Das hat mich jetzt kurz erschrocken, muss ich jetzt sagen, aber ja. Ach ja, die armen Menschen, die hier nicht versorgt werden. Also der hat mich jetzt gerade kurz gepackt. Da hatte ich gerade so einen kurzen. Ich kann sogar nach hinten gucken, weil ich nicht renne. Cool. Einen kurzen Schreckensmoment und so, aber irgendwie.
Also ich brauche eine Keycard, um hier reinzukommen, aber der Wachmann ist trotzdem kaputt. Okay. Ach ja, hier sind die Tür schon wieder zu. Na gut, mach ich mal, was das Spiel mir sagt. Das letzte Mal hat er mich auch nicht getötet oder sowas. Mr. Fleischberg. Bei ihm habe ich mir auch was notiert. Big fucking guy. Ja? Ex-Military Police, several tours to Afghanistan. Ja. Und noch ein Patient Status Report von Chris Walker. 32, 2,5 Jahre. Okay, 2/3 Jahre. Kriegt viel Morphin, bla. Restrain, Distance of Thermal Eruptions. He has expressed anxiety, bla, about flesh. Ich muss hier irgendwie rausgehen, ihm guten Tag sagen. Ja. Jetzt müssen wir theoretisch den Keller und den Generator wieder anmachen. Der war ja unten. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ich meine, die Tür war zu. Geschlossene Türen aufbrechen ist jetzt noch nicht so mein. Ach, es steht so offen. Na gut. Ach, hier liegen auch noch Dokumente rum. Naja. Und lassen hier auch immer alles überliegen. Dann steige ich mit mir hier lang. Ach, dann hüpfe ich da halt drüber. Peter ist da. Der Vampirjournalist. Wenn hier auch noch Leute rumliegen und das über die Decken tropft, ist das jetzt Wasser hier oder ist das Blut? Und wo ist der Generator? Oh, hier ist ein Generator-Ding irgendwie was. Mal gucken, wo es weitergeht. Ist auch von Mori, wie der Fernseher. Scheint eine große Marke zu sein. Oh, ich krieg Besuch. Hi. Müsste ich jetzt wegrennen? Oh ja, ich blute etwas. Das war's.
Achso, jetzt habe ich hier das restartet quasi, ja. Nee, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich gerade nicht in der Stimmung für was Gruseliges. Zumal mich das irgendwie primär irritiert. Wir haben keine ordentliche Story. Ja gut, man hält den Horror immer alles vage, aber irgendwie. Nee. Das ist alles zu aufgesetzt gerade irgendwie. Aber naja. Da ich mich über Half-Life 2 vorhin etwas aufregen musste, habe ich jetzt mal das Game jetzt ausprobiert. Aus dem letzten Humble Bundle könnt ihr noch kaufen. Vielleicht gruselt es euch etwas mehr als mich. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!